Moin und herzlich willkommen zur Solo-Erklärung von Ukiyo. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig ausgesprochen. Du nimmst dir deine 16 Aufgabenkarten. Danach nimmst du dir einfach deine Übersicht mit den Herausforderungen. Von denen suchst du dir einfach eine aus, ob einfach, mittel oder schwer. Die Nummern der Herausforderung, die findest du immer in der Mitte von so einer Aufgabenkarte. Wenn du dir deine Aufgabenkarten herausgesucht hast, legst du sie einfach hier in deinen Spielbereich. Die restlichen Karten, die mischst du einfach gut durch und legst den Stapel einfach für dich bereit. Und jetzt siehst du dir die drei Aufgaben der Karten an. Und das ist deine Herausforderung. Hier in deinem Spielbereich musst du jetzt mit diesem Nachziehstapel genau diese drei Aufgaben erfüllen, bis dieser Stapel aufgebraucht ist. Und hierzu gibt es einige Legeregeln, die überhaupt nicht kompliziert sind. Wenn du dir hier von deinem Nachziehstapel eine Karte nimmst, dann kannst du sie dir natürlich angucken und du kannst sie drehen, wie du möchtest. Das ist egal, ob der Kranich hier auf dem Kopf steht oder ob der so steht oder so. Das ist egal. Hauptsache später ist diese Karte waagerecht oder senkrecht und nicht quer. Also ganz einfach. So, bei dieser ersten Karte ist es noch nicht möglich, aber alle Karten, die du jetzt von diesem Nachziehstapel ziehst, die müssen eine der nächsten Karten, die hier dann ausliegen, mindestens an einer Kante oder an einer Ecke berühren. Also bist du ganz frei, in welche Richtung du hier dein Raster aufbaust. Ganz wichtig für deine Auslage. Du darfst ein Raster von 6x6 Symbolen niemals überschreiten. Das heißt, dass du hier jetzt schon ein Raster hast von 6x2. Du kannst aber auch dieses Raster jederzeit ändern, indem du Karten einfach mit anderen Karten überdeckst. Du darfst im Laufe des Spiels aber niemals eine Karte unterschieben. Auch Karten, die liegen, die darfst du dann nicht mehr verändern. Also denk daran, dass du hier immer noch genug Platz hast, um Karten anzulegen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, das würde gehen. Bei deinen Aufgaben gucke einfach drauf, was sie von dir verlangen. In diesem Falle fülle die Spielfläche mit 6x6 Symbolen komplett aus. Und hier ist es dann egal, mit welchem Symbol du dieses Raster füllst. Aufgaben wie diese mit lege 4 Kirschblüten in einer horizontalen oder vertikalen Linie aus, die kannst du auch jederzeit übererfüllen. Heißt, wenn du eine Karte hast, wo eine Kirschblüte zu viel ist, bei 5, 6 ist egal, diese Aufgabe hast du dann erfüllt. Es kann aber auch sein, dass du Karten hast, die nicht voraussetzen, dass du dieses 6x6 Muster komplett ausfüllst. Das heißt, wenn du hier dann Lücken hast und du hast die Aufgaben erfüllt, perfekt. Du gewinnst das Spiel, wenn du deine Herausforderung erfüllst, bevor hier dieser Nachziehstapel aufgebraucht ist. Wenn du eine Aufgabe nicht erfüllt hast, einfach nochmal mischen und nochmal neu versuchen. So, dann wünsche ich dir viel Spaß und viel Erfolg mit deiner ersten Solo-Variante von Ukiyo. Ich hoffe, das ist immer noch richtig ausgesprochen. Und verpasse mit einem Abo keine weiteren Solo-Varianten auf die KI und ich. Ahoi!